Was sind die Besonderheiten des ärztlichen Arbeitsalltags in einer Reha-Klinik? Und wie ist es, als Ärztin oder Arzt auf einer nordfriesischen Insel zu leben? Darüber spreche ich heute mit dem ärztlichen Direktor des Reha-Zentrums Uttersum auf Föhr, Dr. Wolfgang Scherer. Herzlich willkommen. Danke. Herr Dr. Scherer, stellen Sie doch zu Beginn bitte sich und Ihr Klinikum kurz vor. Ja, mein Name ist Dr. Wolfgang Scherer. Ich bin Internist und Lungenarzt und darf das Reha-Zentrum Uttersum seit mittlerweile 27 Jahren in leitender Position führend begleiten. Das Reha-Zentrum Uttersum gehört zur Klinikgruppe der Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Deutsche Rentenversicherung Bund betreibt 27 eigene Kliniken. Das Besondere an den BRV-Bundkliniken ist das öffentlich-rechtliche System, zu dem wir gehören. Und wenn man es genau nimmt, sind wir ein ehrliches Non-Profit-Center. Natürlich müssen wir uns an wirtschaftlichen Dingen orientieren und möglichst wirtschaftlich arbeiten. Auf der anderen Seite müssen wir keinen Profit erwirtschaften. Das Reha-Zentrum Uttersum ist sehr alt von der Entstehungsgeschichte, bereits 1930 eröffnet, damals in den Zeiten zunächst Lungenheilstätte gewesen, Sanatorium, Kurklinik, bis dann eine moderne pneumologische Rehabilitationsklinik entwickelt wurde. Seit 15 Jahren haben wir eine zweite Abteilung eröffnet, nämlich die gynäkologische Onkologie. Das Besondere mit diesen beiden Abteilungen ist, dass hier Gynäkologen und Pneumologen in friedlicher Koexistenz leben. Sie ergänzen uns sehr gut, auch wenn die Fachgebiete primär sehr unterschiedlich erscheinen, aber wir arbeiten sehr gut zusammen. Unsere Patienten sind auch nicht in einer Abteilung eng eingeschlossen. Das heißt, unsere Physiotherapie ist für beide Abteilungen da. Die Patienten mischen sich. Wir passen uns mit der Aufnahme an die Gegebenheiten an. Das heißt, die Anzahl der Betten, gyn und neu, ist nie ganz festzulegen. Das fluktuiert nach Bedarf, natürlich in gewissen Grenzen. Wie sind Sie denn an das Reha-Zentrum gekommen? Und was waren Ihre Beweggründe, die Einrichtung dann als ärztlicher Direktor zu leiten? Ja, ich war, bevor ich im Reha-Zentrum Uttersum angefangen habe, tatsächlich junger Stationsarzt auf einer kardiologischen universitären Intensivstation. Universitär auch mit dem Gedanken verhaftet, habilitieren zu wollen. Und das ging alles so, wie ich das wollte, nicht auf. Und plötzlich waren wir eine richtige Familie mit einem kleinen Kind und in all dieser Überstundenmühle haben wir als Familie nach einem neuen Weg gesucht und ich wollte einfach mal raus. Und da kam das Stellenangebot auf Föhr und ich durfte hier als Oberarzt anfangen. Zunächst wollte ich das gar nicht so richtig und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das mal seit 3 Jahren, versuche das mal für 3 Jahre. Danach muss ich wieder zurück in die Akutmedizin. In der kurzen Zeit, in der ich da war, bereits nach wenigen Monaten, war mir klar, dass pneumologische Reha-Medizin mein Ding ist, dass das viel mehr ist als Kurmedizin, sondern eine sehr umfassende Medizin und nicht nur Reparaturbetrieb, dass ich hier tatsächlich Arzt sein kann, so wie ich mir das vorstelle, meine Patienten beraten, mich intensiver um Patienten kümmern, um mich in den gesamten Patienten zu kümmern, bis hin zur Wegestellung in sozialmedizinischen Fragen, sprich Umschulung und so weiter. Wir können pneumologisch alle Diagnostik durchführen, bis auf die invasive Diagnostik. Und in den Jahren habe ich die Tätigkeit im Reha-Zentrum Uttersum als so befriedigend erlebt, dass es klar war, dass ich da bleiben will und habe mich dann vom Oberarzt zum ärztlichen Direktor entwickelt.
Sie haben eingangs schon die beiden Fachbereiche erwähnt, die Sie abdecken. Können Sie uns noch mal einen genaueren Einblick in die Fachbereiche geben, die bei Ihnen im Reha-Zentrum abgedeckt werden? Ja, der Fachbereich, für den ich fachärztlich zuständig bin, also insgesamt bin ich für die gesamte Klinik zuständig, aber fachlich ist für den zweiten Fachbereich, die gynäkologische Onkologie, eine gynäkologische Kollegin zuständig, Frau Hirsch. Ich fange mal mit der anderen Fachabteilung an. In der gynäkologischen Onkologie werden alle typischen Krebserkrankungen der Frauenheilkunde behandelt, also zum überwiegenden Anteil Patientinnen mit Brustkrebs und Mammakarzinom. Natürlich haben wir auch, weil unsere Gynäkologinnen gestandene Chirurgen sind, die schwierigeren Patienten aus der Frauenheilkunde, sprich Ovarialkarzinom, Uteruskarzinom, Vaginalkarzinom, die anspruchsvoller von dem Know-how von meiner Seite aus einzuschätzen sind. Die zweite Abteilung, für die ich fachärztlich zuständig bin, die Pneumologie, beschäftigt sich mit allen Krankheitsbildern, die es in der Pneumologie gibt, mit zwei Ausnahmen. Wir nehmen keine Patienten nach Lungentransplantation, weil das macht auf der Insel für keinen Sinn. Und wir nehmen auch keine Patienten mit Mukoviszidose. Auch das macht aus bestimmten Gründen der Hygiene wenig Sinn in unserem Setting. Ansonsten gibt es alle Krankheitsbilder, die ein Pneumologe so kennt. Ich habe in meiner Laufbahn auch viele seltene Krankheitsbilder gesehen, zum Beispiel Lymphangioleiomyomatose haben wir zwei Patientinnen selber diagnostiziert, die man eigentlich so im Akutleben kaum sieht. Unser Hauptklientel tatsächlich überwiegend zu 70% sind Asthma-Patienten. Man denkt immer, Asthmatiker kann man gut ambulant behandeln, aber wenn die Asthmatiker einmal eine vernünftige Rehabilitation gehabt haben, kann für die ein neues Leben entstehen. Und gerade Asthma mit seinen Facetten einer modernen Antikörpertherapie sind so viele Möglichkeiten aufgegangen, dass man Asthmatiker praktisch immer in den Griff kriegt. Asthmatiker haben quasi 100% Erfolgsrate. Neben Asthma, klar, haben wir Patienten mit COPD und alle möglichen seltenen Lungenerkrankungen, Bronchiektasen, Lungenfibrosen und als größere Gruppe Sarkoidose-Patienten. Zusätzlich haben wir auch als größere Gruppe die Patienten mit Bronchialkarzinom nach der Akutbehandlung zur Rehabilitation. Seit der Krise mit Corona-Infektionen haben wir uns auch überlegt, dass wir Post-Covid-Patienten aufnehmen. Das tun wir auch. Und sind insbesondere bei den Post-Covid-Patienten, die Atemprobleme haben, sehr erfolgreich. Wen wundert es, eine bestandene pneumologische Klinik kommt mit Atemproblemen bei Patienten, bei Post-Covid-Patienten gut zurecht. Natürlich kümmern wir uns auch hier um den ganzen Menschen, einschließlich der kognitiven Störung. Wie gestaltet sich denn Ihr Arbeitsalltag im Reha-Zentrum und das Ihrer Kolleginnen und Kollegen? Ja, der Arbeitsalltag in einer Reha-Klinik zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass ein Großteil der Tätigkeit planbar ist. Klar, Notfälle gibt es bei uns auch, die sind seltener, die sind nicht planbar, aber der normale Tagesablauf ist sehr gut planbar. Wir wissen jeden Tag, welche Patienten, wie viele Patienten kommen. Mein persönlicher Tagesablauf rankt sich im Prinzip um meine Visite. Ich sehe alle Patienten, die bei uns aufgenommen werden, nachdem der Stationsarzt diese Patienten ausführlich untersucht hat und die Therapie festgelegt hat. Das heißt, in einer Kernzeit zwischen 11 und 15 Uhr mache ich Visiten. Die Zeit davor nutze ich für Diagnostik, zum Beispiel Echokardiographie oder Spiroergometrie, die ich sehr gerne durchführe. Und
am Nachmittag habe ich in aller Regel eine Patientenfragestunde, also Patientenschulung bezüglich der verschiedenen Krankheitsbilder. Dazu kommen natürlich die verschiedenen Besprechungen, die man halt als ärztlicher Direktor durchführen muss, konzeptionelle Tätigkeit, übergeordnete Tätigkeit mit dem Träger, verhandeln, umstellen und was alles so dazu gehört. Ja, der Arbeitsalltag für einen Stationsarzt rankt sich um Aufnahme- und Abschlussuntersuchungen, klar. Patienten kommen, werden aufgenommen, werden untersucht, sie bekommen einen Therapieplan, werden mindestens einmal in der Woche nochmal gesehen, ob das alles in die richtige Richtung läuft. Und Patienten gehen auch irgendwann wieder, dafür wird eine Abschlussuntersuchung durchgeführt und ein Arztbild erstellt. Dazwischen gibt es viele Arzt-Patienten-Kontakte, Patienten haben akute Probleme, Patienten haben Fragen und für uns ist es ganz wichtig, dass eine sehr gute ärztliche Betreuung mit guter Ansprechbarkeit da ist und dass auch die Zeit gegeben ist, dass der Arzt mal mit seinem Patienten redet. Das ist in der Reha vorbildlich. Dazu haben wir viele andere Berufsgruppen, die es gilt, für mich zu koordinieren. Wir verfügen über eine Pflege, klar, Krankenschwestern. Krankenschwestern sind weniger in der Bettpflege, das kommt bei uns seltener vor, als in der ganzen Organisation. Patientenschulung, Patienteninhalationstechnik beibringen, Brustkrebsschulung und so weiter, also für die gesamte organisatorischen Abläufe zuständig. Dazu haben wir 4 medizinische Fachangestellte, die als Reha-Assistentinnen explizit den Stationsärzten zuarbeiten. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in der Praxis. Das sind Sprechstundenhilfe. Also jeder Arzt hat sozusagen eine halbe Sprechstundenhilfe, die ihm die stationären Aufnahmeuntersuchungen, die Abschlussuntersuchungen, Fragebogen, alle lästigen Details, die man so braucht, Unterlagen beschaffen, mein Diktiergerät ist kaputt. All diese Dinge des täglichen Lebens erledigen für die Ärzte die Reha-Assistentin und da ist eine sehr gute Zusammenarbeit entstanden. Weitere Fachabteilungen sind unsere große Physiotherapie mit sehr vielen engagierten jungen Physiotherapeuten, die sich auch sehr gut in Atemphysiotherapie auskennen, die Sporttherapie machen. Dazu gehört eine Abteilung, die wir IBUS nennen. Das ist unsere Information- und Beratungseinheit. Dazu gehören 4 Psychologinnen und Psychologen. Dazu gehören 2 Gesundheitspädagogen, eine Sozialarbeiterin und eine psychologisch-technische Assistentin. Das dürfte so im Groben. Und die beiden Ernährungsassistenten, ja, ich vergesse, das ist ja ganz wichtig, Essen darf man nicht vergessen. Das ist so im Groben unserer Abteilung. Welche Eigenschaften muss denn eine Medizinerin oder ein Mediziner mitbringen, wenn er für das Reha-Zentrum Uttersum auf Föhr arbeiten möchte? Ja, im Prinzip muss er Spaß an der Medizin haben und Freude daran haben, mit Menschen zu kommunizieren. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und er muss Freude haben, chronisch kranke Menschen interdisziplinären Abstimmung mit den anderen Fachabteilungen ein Stück weiterzubringen. Da lege ich ganz großen Wert drauf. Jede unserer Fachabteilungen hat so seine Eigenheiten. Ein Physiotherapeut geht ganz anders an einen kranken Menschen heran als ein Arzt. Und es ist für mich ganz wichtig, dass sich auch die Berufsgruppen untereinander austauschen und eng zusammenarbeiten. Also Interesse an der Medizin, Interesse an kranken Menschen, Interesse kranke Menschen in dem gesamten Umfang, den es so gibt,
einschließlich der Sozialmedizin, sprich Umschulung, sprich Leistungsbeurteilung, etwas weiterzubringen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und welche fachliche Eignung müsste der oder die neue Kollegin mitbringen? Es kommt darauf an, welche Stellen wir besetzen. Für den Stationsdienst macht es tatsächlich Sinn, Fachärzte anzustellen, die schon etwas Erfahrung in der Medizin gesammelt haben. Hier suchen wir in erster Linie Allgemeinmediziner, weil wir, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, zwischen den beiden Abteilungen der Gynäkologie und Pneumologie sehr gut zusammenarbeiten und sehr interdisziplinär zusammenarbeiten und es Sinn macht, dass ein Stationsarzt sowohl in der Gynäkologie als auch in der Pneumologie einsetzbar ist. Natürlich kann man hier persönliche Neigungen und Schwerpunkte berücksichtigen, aber auch die Routine muss abgearbeitet werden. Insofern suchen wir für den Stationsdienst in erster Linie Allgemeinmediziner, aber auch gerne Fachärzte für physikalische und rehabilitative Medizin. Junge Kollegen in der Weiterbildung sind uns auch willkommen, ist aber von der Zeit der Weiterbildungsermächtigung durch die neue Weiterbildungsordnung leider auf 1,5 Jahre begrenzt. Für die Oberarztstelle in der Pneumologie suche ich einen Pneumologen, der die komplette Funktionsdiagnostik beherrscht. Und warum sollte sich jetzt eine Medizinerin oder ein Mediziner für ihre Einrichtung entscheiden? Was zeichnet denn das Reha-Zentrum Uttersum auf Föhr im Vergleich zu anderen Arbeitgebern aus? Also das, was man bei uns erleben kann, ist schon eine große Gemeinschaft mit den anderen Mitarbeitern. Das macht sehr viel Spaß mit den anderen Berufsgruppen. Und das ist schon eine andere Stimmung. Ich kenne es aus meinen früheren Stellen, dass es ständig Streit zwischen Verwaltung und Medizin gab. Das gibt es bei uns nicht. Wir leben auch mit Verwaltung komplett friedlich zusammen. Wenn einer von dem anderen was will, redet man miteinander. Natürlich gibt es auch schon mal Stress und Konflikte. Das ist nicht alles nur die heile Welt. Aber in aller Regel kriegt man das zurecht, indem man einfach ordentlich miteinander redet. Also diese Gemeinschaft auch mit anderen Berufsgruppen gemeinsam einen kranken Menschen weiterzubringen, das ist schon was ganz Besonderes. Man sollte auch Reha-Medizin, wie es vor 20 Jahren eigentlich noch war, nicht mit Kurmedizin verwechseln. Als ich anfing und ich auch in der Sektion Pneumologische Reha der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie ein bisschen aktiv war, hatten wir große Schwierigkeiten, den Stellenwert der pneumologischen Rehabilitation zu etablieren. Mittlerweile, auch jetzt nochmal durch Post-Covid, hat es da einen Kick gegeben. Die großen renommierten Unis suchen dringend Reha-Kliniken, die das können und die diese Patienten wieder weiterbringen. Und wenn man einfach auch mal die Erfolge erlebt, die wir gerade bei Asthmatikern, auch bei COPD-Patienten haben, das macht einfach Spaß, Patienten weiterzubringen. Dazu kommt natürlich auch der öffentlich-rechtliche Raum. Wir werden nicht durch Profitwünsche bedrückt. Also wir können frei, natürlich innerhalb gewisser wirtschaftlichen Grenzen, klar, es muss bezahlbar sein, aber wir können immer noch wie Ärzte arbeiten und wenn ein Patient ein Medikament braucht, kriegt er das Medikament, basta. Das macht ein richtig gutes Gefühl, wie ich schon eingangs sagte, es ist ein Non-Profit-Unternehmen und wir unterliegen keinen DRGs oder anderen Zwängen. Das macht unser Arbeiten auch sehr befriedigend. Das Dritte, was dazu kommt, ist eine sicherere Stelle als bei der Deutschen Rentenversicherung. Wund können sich kaum vorstellen. Ne? Das ist die größte Organisation. Selbst wenn eine Tsunami meine Klinik wegspülen würde, was nicht passiert, würden wir woanders angestellt werden. Also das ist eine Lebensstellung,
Das ist jetzt vielleicht für einen jungen Kollegen und gerade mit dem ärztlichen Bereich sind ja alle Stellen offen, vielleicht auch eher ein bisschen weit weg. Aber zu meiner Zeit, als ich anfing, ich hatte immer nur Jahresverträge. Das war eine Vollkatastrophe. Wenn Sie eine Familie absichern wollen, ist es natürlich schön, eine sichere Stelle zu haben. Und das bietet natürlich der öffentliche Dienst. Welche Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten Sie denn an? Die Arbeitszeiten müssen sich prinzipiell an den Bedürfnissen unserer Patienten ausrichten. Klar, also von wann bis wann man arbeitet. Manche Dinge kann man einteilen, also ob jetzt ein Patient morgen um 8 oder um 10 untersucht wird, darüber kann man reden. Es ist selbstverständlich möglich, das ist ja auch im öffentlich-rechtlichen System so vorgesehen, wer Teilzeit arbeiten will, arbeitet Teilzeit. Man könnte auch, das ist aber für die Kontinuität der Patientenversorgung sehr unglücklich, aber auch da könnte man das organisatorisch hinbekommen, dass man, was weiß ich, 3 Wochen arbeitet, 1 Woche frei hat, was aber nicht mein bevorzugtes Modell ist, weil einfach damit die patientenkontinuierliche Versorgung unterbrochen wird. Weiterbildungsermächtigung nach der alten Weiterbildungsordnung, da gibt es noch Menschen, die der unterliegen, weil sie darunter angefangen haben, habe ich 1,5 Jahre Basisinnere und 1,5 Jahre Pneumologie, also insgesamt 3 Jahre. Das ist leider die Basisinnere oder jetzt die Weiterbildung für Allgemeinmedizin-Basis ist an stationäre Versorgung geknüpft, nicht mehr an die Pneumologie, sodass ich nur noch über 1,5 Jahre im Schwerpunkt Pneumologie verfüge, was aber auch als Wahlfach angerechnet werden kann. Daneben verfügen wir natürlich über die Weiterbildungsermächtigung im Bereich Sozialmedizin über 1 Jahr. Das teile ich mir zusammen mit der gynäkologischen Kollegin. Jetzt haben Sie zuvor erwähnt, dass Sie für den Fachbereich der Pneumologie noch eine Oberärztin oder einen Oberarzt suchen. Und die Person soll perspektivisch ihre Nachfolge antreten. Was kommt denn auf diese dann neue Kollegin oder Kollegen genau zu? Ja, man muss in diesem Reigen des öffentlich-rechtlichen Systems auch sehen, dass die Klinik vernünftig weiterläuft. Bürokratie ist da, darüber kann man sich aber recht gut mit arrangieren. Wenn man die Wege kennt, ist das nicht hinderlich und man kommt auch ans Ziel. Also ich bin mittlerweile auch schon über 60, ja, ist so. Und mir liegt an meinem Reha-Zentrum, ist ja nicht meins, aber ich sage mal, mein Reha-Zentrum, da liegt mir ganz viel dran, dass das auch wirklich weitergeht. Die meisten Mitarbeiter, die da sind, die habe ich selber angestellt und selber eingestellt. Die liegen mir alle am Herzen und dieses ganze System, diese pneumologische Reha, die gynäkologisch-onkologische Reha, das muss vernünftig weitergehen. Meine Frau sagt immer, das ist dein Kind, das ist dein Baby, das wirst du hier nie verlassen und ich kann auch ehrlich sagen, meine ganze berufliche Energie, mein ganzes Herzblut steckt da drin. Gut, irgendwann werde ich mal loslassen müssen, so ist das nun mal, wenn man älter wird, irgendwann ist auch mal Schluss. Da gibt es andere Dinge, die man dann macht. Und ich suche schon einen Pneumologen, der das im Sinne der Patienten hier weiterführen kann und den ich vielleicht über 1-2 Jahre oder je nachdem, wie lange er braucht, so einfach die Wege aufzumachen. So wie es mein Vorgänger für mich gemacht hat, der hat mir sozusagen erstmal alle Türen in Berlin in unserer zentralen Verwaltung aufgeschlossen, die ich dann nutzen konnte und hier die Klinik trotz mancher bürokratischer Hürde sehr erfolgreich gestalten konnte. Und so stelle ich mir das vor, dass hier ein Kollege kommt, der Spaß dran hat und der sich hier ein bisschen entwickelt und dem ich dann irgendwann das Staffelholz übergeben kann. Das wäre eigentlich mein Traum.
Vielleicht schauen wir zum Abschluss noch mal in die Zukunft und zwar mal ganz unabhängig von der Nachfolgersuche. Welche Ziele haben Sie denn noch für das Reha-Zentrum und zwar in den nächsten kommenden Monaten und Jahren? Wir sind in unserer Qualität, in der Behandlungsqualität, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten zu können, ziemlich gut. Und wir wollen einfach zu den besten pneumologischen Reha-Kliniken in Deutschland gehören. Den Anspruch haben wir. Wir wollen möglichst viel Nutzen für unsere Patienten stiften. Und wir wollen natürlich auch in dieser als Reha-Klinik einen guten und festen Stand haben. Wir haben uns jetzt mit den Post-Covid-Patienten ein bisschen spezialisiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass man zukünftig, wenn genügend Mitarbeiter da sind, etwas mehr wissenschaftlich arbeiten kann. Da fehlt uns im Moment einfach die Manpower dazu. Perspektivisch muss es einfach im Reha-Zentrum Uetersen mit einem guten Geiste der Pneumologie im Interesse unserer Patienten weitergehen. Das heißt also, die Arbeit in einem Reha-Zentrum ist nicht nur nicht langweilig, sondern sie bietet auch umfangreiche Vorteile. Herr Dr. Wolfgang Scherer, vielen Dank für die Einblicke in Ihren Arbeitsalltag auf Föhr. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank.